Heute wollen wir mal schauen, wie stark so ein Decktelefon strahlt. Wir befinden uns jetzt im völlig abgeschirmten Raum. Rundherum. Alu-Trittschallfolie. Das Fenster. Also praktisch. Keine Strahlung. Sind wir 4 Meter entfernt vom Decktelefon? Hier sehen Sie, 4 Meter entfernt. Über 1 Volt pro Meter. Jetzt gehen wir näher. Locker 6 Voltmeter. So sitzt manche Großmutter vor ihrem Fernseher, schaut gemütlich Rosamunde Pilcher und weiß gar nicht, dass sie permanent von ihrer Mikrowellenkanone verstrahlt wird. Jetzt. Stecker raus und der Spuk ist vorbei. Also bloß kein Deck. Sie sehen auch das HF32D überschlägt. Somit weiß man, dass es 2,4 GHz sind, also Mikrowellenstrahlung. Und dazu das Kleine. Jetzt habe ich noch den zweiten Liebling dazu genommen. Auch eine Strahlenschleuder der ersten Güte. Das WLAN 5 GHz und 2,4 GHz zusammen mit dem Deck. Schauen wir mal. Beide zusammen im Verbund. Vier Meter entfernt. Eine gute 1 bis 3 Volt pro Meter. Ausgesteckt. Sie sehen den Unterschied. Vier Meter entfernt und jetzt gehen wir in den anderen Raum. Eine Wand dazwischen. Mit einfacher Alu-Trittschallfolie einschichtig abgeschirmt. Sie haben trotzdem noch diese Belastung. Trotz einfacher Alu-Schicht gehen wir wieder zurück. Also.
ein WLAN und ein Deck. So die Basisausrüstung, die heute in jeder Wohnung steht. 3 Volt Mikrowellenstrahlung, permanent. Weil die Strahlung dieser zwei Geräte so stark ist, musste ich jetzt das Dämpfungsglied aufsetzen, das DG20. Das dämpft die Bestrahlungsstärke um 100, also um den Faktor 100. Das heißt, die Strahlung wird jetzt 100 mal schwächer angezeigt, als sie ist, damit man eine Ahnung bekommt davon. Hier sehen Sie, um das 100-fache gedämpft. Hier sehen Sie besonders das Decktelefon. Das 100-fache gedämpft. Jetzt ohne Dämpfungsglied, sehen Sie, kann man gar nicht mehr messen, überschlägt permanent. Viel massiver wie die meisten Außenantennen in der eigenen Wohnung.